Prisha Feldner ist wegen Mordes an ihrem Ehemann angeklagt. Seit ihrer Hochzeit mit dem wohlhabenden Inhaber einer kleinen Metzgereikette hatte die attraktive Kenianerin Probleme. Niemand glaubte ihr, dass die Ehe mit dem 48 Jahre älteren Werner Feldner eine Liebesheirat war. Besonders Werner Feldners Tochter Monika vermutete Erbschleicherei und bekämpfte ihre neue Stiefmutter mit allen Mitteln. Als Werner Feldner durch eine Überdosis Insulin umgebracht wird, fällt der Verdacht sofort auf seine junge Frau. Hat die Angeklagte ihren Ehemann umgebracht, weil sie einen jungen Liebhaber hat, mit dem sie sich ein sorgenfreies Leben machen wollte? Sie heißen Prisha Feldner, geboren am 18. Juli 1984 in Mombasa in Kenia. Sie sind kenianische Staatsangehörige. Sie wohnen jetzt in Wuppertal. Sie sind verwitwet, Hausfrau und seit dem 8.12.2011 in der Untersuchungshaft in der JVA in Gelsenkirchen. Die Angeklagte legte am Mittag des 7. Dezember 2011 ihrem 48 Jahre älteren Ehemann Werner Feldner in dessen Anwesen in Wuppertal eine Schmerzmittelinfusion gegen dessen chronisches Rheuma. In der Absicht, ihren Ehemann zu töten und damit sein Vermögen zu erben, gab die Angeklagte zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr eine letale Dosis Insulin in den Infusionsbeutel von Werner Feldner. Werner Feldner erlitt durch das Insulin einen hypoglykämischen Schock und verstarb wenig später infolge eines Myokardinfarkts. Die Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß § 211 StGB. Frau Feldner, den Tatvorwurf haben Sie nun gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Ja, natürlich will ich mich dazu äußern. Obwohl ich wahrscheinlich eh schon keine Chance mehr habe, aber Sie müssen mir glauben, ich habe Werner unglaublich geliebt, ich habe ihn nicht umgebracht. Ich muss schon mal gar nichts und ich glaube es Ihnen auch nicht, wissen Sie? Ich meine, er war 50 Jahre älter, knapp 50 Jahre älter als Sie. Dass da nach 3 Jahren Ehe möglicherweise ein bisschen Langeweile bei Ihnen aufgekommen ist, das mag ich noch nachvollziehen. Dass Sie ihn dann gleich umbringen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe ihn aber nicht umgebracht, wie ich schon gesagt habe. Und ich habe auch nicht genug von der Ehe gehabt. Warum glaubt mir hier eigentlich niemand, dass wir eine wundervolle Beziehung hatten? Wenn man verliebt ist, dann kommt es nicht immer aufs Alter drauf an. Das müssen Sie mir glauben. Nein, Sie haben recht, manchmal kommt es aufs Geld drauf an. Stimmt. Also wenn viel Geld im Spiel ist, mag ich das in der Liebe schon nachvollziehen können. Ne? Ich meine, immerhin hat Ihr Mann in Erwartung seines Todes ja dann noch auf Ihr Betreiben hin das Testament geändert. Ne? Und Sie als Alleinerbin eingesetzt. Nein, das stimmt nicht. Ich habe Werner auch zu überhaupt nichts gezwungen. Und es geht schon mal da los. Von dem Testament habe ich überhaupt nichts gewusst. Und warum tun Sie überhaupt so, als wenn Werner ein alter grauer Greis gewesen wäre? Mein Mann war für sein Alter immer noch überaus attraktiv. Werner war fit und aktiv. Wir haben unglaublich viele Sachen zusammen gemacht. Er würde noch ewig leben, wenn... Naja, ganz so gesund, wie Sie es gerade darstellen, kann er dann doch nicht gewesen sein. Er hatte doch immerhin schweres, chronisches Rheuma, oder? Ja, das stimmt schon. Mein Mann hat Rheuma gehabt, aber ich muss eigentlich ganz ehrlich sagen, er konnte damit immer ziemlich gut umgehen. Also Werner hat sein ganzes Leben lang schon Rheuma gehabt und ich meine, klar, dass es mal besser und mal schlechter ging, ist auch klar. Und wenn die Schmerzen halt dann mal wieder unerträglich geworden sind, hat er solche Infusionskuren bekommen. Was waren das genau für Infusionen? Also das ist eine Kochsalzlösung, da wird Schmerzmittel in eine Flasche hinzugegeben. Das wird dann als Infusion gegeben und diese Kuren, ja, die gingen dann immer so 1-2 Wochen lang. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn diese Kur dann wieder vorbei war, da ging es Werner wochenlang, teilweise monatelang wieder blenden. Werner war so stark. Er hat sich durch nichts unterkriegen lassen. Ich vermisse ihn so sehr. Jetzt war ja alles drin, diesem Monolog. Ne? Auch die trauernde Witwe spielen uns hier noch vor, die ich Ihnen einfach nicht abnehme. Ich meine, mal ganz ehrlich, diese Infusion, das war doch für Sie die Möglichkeit, letztlich zu steuern, wie lange das Leben Ihres Mannes noch zu laufen hatte oder nicht. Ich meine, Sie mussten eigentlich nur den nächsten Rheumaschub abwarten, um dann letztlich diese Flüssigkeit im Tropfen mit Insulin zu versetzen. Und Sie als Krankenschwester, Sie wussten ja ganz genau, wie eine Überdose Insulin auf jemanden wirken würde, der überhaupt nicht zuckerkrank ist, ne? Und jetzt, ich meine, da ranzukommen, war doch für Sie auch kein Problem. Was wollen Sie denn damit sagen? Dass es leicht war, an Insulin ranzukommen. Nur weil meine Mandantin vor ihrer Ehe als Krankenschwester gearbeitet hat, heißt es doch nicht, dass sie automatisch Zugang zu jeglichen Medikamenten hat. Wie stellen Sie sich das denn vor, dass sie ins Krankenhaus reinspaziert, zum Medikamentenschrank geht und sich das Insulin nimmt oder ehemalige Kollegen anhaut und bittet, ihr etwas zu geben? Ganz gewiss nicht. Und Sie wissen ganz genau, die Polizei hat alle Hinweise überprüft. Und es hat nichts darauf hingedeutet, dass meine Mandantin sich das Insulin beschafft hat. Naja, das stimmt soweit schon. Aber das hier ist der Infusionsbeutel und das Infusionsbesteck. Und im Beutel sind Rückstände von Insulin. Das ist bei Ihrem Mann nach seinem Tod sichergestellt worden. Und da sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Wie erklären Sie das? Ja, das kann ich ganz einfach erklären, weil ich diejenige war, die ihm auch die Infusion immer gelegt hat. Ich habe es immer gemacht, weil andernfalls hätte Werner ins Krankenhaus fahren müssen und Werner hat Krankenhäuser gehasst wie die Pest, also habe ich das gemacht. Aber was ich mit Sicherheit sagen kann, in diesem Beutel, in diesem Tropf, den ich an dem Tag gelegt habe, war kein Insulin drin. Ja, aber in diesem hier schon. Und ja. Irgendwie muss es ja reingekommen sein.
Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß es nicht. Außerdem bin ich mir sicher, dass Werner es gemerkt hätte, wenn ihm da irgendjemand was reingetan hätte. Da bin ich mir sogar auch sicher. Das hätte er bestimmt gemerkt, wenn er irgendeine Person irgendwas gemacht hätte. Aber weil es dummerweise die Frau gemacht hat, der er vertraut, die er geliebt hat, hat er natürlich gar nichts gemerkt. Deswegen war er völlig argwöhnisch gewesen. Wann haben Sie denn Ihren Mann an dem 7.12. Infusion gelegt? Ja, das war so gegen 12.45 Uhr. Da habe ich bei uns zu Hause auf der Couch habe ich ihm noch mal eine Infusion gelegt. Und Werner wollte danach auch ein bisschen dösen, weil man wird davon halt immer ein bisschen müde. Ich habe dann auch deswegen die Klingel abgestellt, damit Werner halt einfach in Ruhe ein bisschen schlafen kann. Das war dann so gegen 13 Uhr. Ja, da habe ich dann selber das Haus verlassen und dann habe ich ihm noch mal einen Kuss gegeben. Und das war dann das letzte Mal, dass ich Werner lebendig gesehen habe. Und was haben Sie anschließend gemacht? Ich habe mir ein Auto angeschaut, was jetzt sicher nicht zu meinen Gunsten ausfällt. Ne, überhaupt nicht, weil laut Auskunft des Händlers, das war ja ein sehr kostspieliger Sportwagen, haben Sie sich den an dem Tag nicht nur angeschaut, Sie haben sogar eine Probefahrt gemacht und Sie haben wohl ganz eindeutige, ernsthafte Kaufabsichten da geäußert. Stimmt das denn? Ja, das stimmt schon, aber dass ich den Wagen kaufen will, habe ich nur gesagt, damit mich der Typ halt probefahren lässt. Ich wollte unbedingt fahren und deswegen habe ich das halt gesagt. Ich könnte mir doch so ein Auto eigentlich gar nicht leisten. Trotzdem haben Sie dann an dem Tag einen Kaufvertrag ausgefüllt für dieses Fahrzeug und haben da gesagt, Sie wollten in die Woche drauf unterschreiben, wenn nicht, wenn Sie das Finanzielle klar gemacht hätten. Was haben Sie damit genau gemeint? Ja, das war doch nur so geredet, das habe ich nur so gesagt. Wie gesagt, ich wollte eine Probefahrt machen mit dem Auto und der Händler, der hätte mich nicht fahren lassen. Draußen hat es geregnet, es war Hundewetter. Was hätte ich machen sollen? Irgendwas musste ich doch sagen, Mensch. Sie glauben doch nicht echt hier alle, dass ich... Ja, reden Sie ruhig weiter, ne? Ich glaube es nämlich schon, ne? Ich meine, Ihr Mann liegt da im Sterben und Sie haben nichts Besseres zu tun, als bereits sein Geld, was sage ich, Ihr Erbe auszugeben. Nein, das stimmt nicht. Ist das so schwer zu verstehen? Ich wollte einfach nur eine Probefahrt machen. So einfach ist es. Ich fand das Auto halt toll. Was ist schon dabei? Ja, wie dumm halten Sie mich eigentlich? Na klar, das Auto fanden Sie toll, aber Sie fanden vor allem den Verkäufer toll, ne? Mit dem haben Sie ganz offensiv geflirtet, sagt er jedenfalls, ne? Und ich meine, dann haben Sie noch einen Spruch wohl vom Stapel gelassen, sagt er, nach dem Motto, ich bin bald wieder frei. Was sind davon bitte zu halten? Es ist Schwachsinn, ich habe nicht mit ihm geflirtet. Der Zeuge sagt das so, die werden wir heute noch hören. Ja, ganz toll, Sie können jetzt auch nicht alles, was ich da gesagt habe, auf die Goldwaage legen. Das werde ich vielleicht tun. Nein, ich wollte einfach nur Probe fahren, so einfach ist das. Mensch, ich war glücklich verheiratet, ich hatte es nicht nötig, da noch großartig rumzuflirten. Wenn Sie glücklich verheiratet waren, ich meine, jeder hat andere Ansichten, aber muss man sich dann so unbedingt nach anderen Männern umschauen? Ist man dann in der Laune, andere Männer kennenlernen zu wollen? Was? So waren Sie ja wohl drauf, ich meine, Liebhaber haben Sie ja wohl auch gehabt. Was? So ein Schmack, ich hatte keinen Liebhaber. Aber wer erzählt denn die sowas, Tochter bitte? Ihres Mannes sagt das so. Es ist eh klar, oder? Die Tochter, ich meine, die Monika, die konnte mich sowieso noch nie leiden. Außerdem war es ihr mega peinlich, dass ich halt so ziemlich in demselben Alter bin wie sie. Ich meine, die hat mich überall schlecht geredet. Das ist doch für sie jetzt wie ein gefundenes Fressen hier. Da durfte ich mich schon auf offener Straße, müssen Sie sich vorstellen, von den Nachbarn als Flittchen bezeichnen lassen wegen ihr. Die Tochter, die übrigens Monika Feldner-Grün heißt, der hat nicht nur meine Mandantin gemobbt, nein, sie war auch mit ihrem Vater zerstritten. Und sie hat allen Grund gehabt, sich den Tod ihres Vaters zu wünschen. Nicht nur ein Motiv gab es dafür. Oder wie erklären Sie sich den Umstand, Herr Staatsanwalt, dass nach monatelanger Funkstelle plötzlich am Tattag die Tochter den Vater aufsucht? An dem Haus sind ja keine Einbruchspuren festgestellt worden. Deswegen frage ich, wer hatte denn außer Ihnen und Ihrem Mann noch einen Schlüssel? Die Monika und auch noch unsere Haushälterin, die Frau Martin, die hatten beide noch einen Schlüssel. Also ich war nicht die Einzige. Und Sie eben auch. Ja, trotzdem war ich nicht die Einzige. Keine Fragen, danke. Vielen Dank. Ihr seid's auch nicht? Gut, dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Monika Feldner-Grün, bitte schön. Sie setzt sich bitte zur Frau Verteidigerin. Guten Tag, nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Zuallererst muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Ja, natürlich. Klar, wer was weiß, sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Monika Feldner-Grün, 30 Jahre alt, Sie wohnen in Wuppertal, Sie sind verheiratet, Sie sind Marketingreferentin in einem Kosmetikunternehmen und Sie sind die Stieftochter da angeklagt. Ja. Nachdem sie Ihre Stiefmutter ist, haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht, Sie müssen ja nicht aussagen. Ich möchte das aber. Sie wissen, worum es geht, der Angeklagten wird vorgeworfen, Ihren Ehemann, also Ihren Vater, mit einer Überdosis Insulin getötet zu haben. Ja, und ich hoffe auch wirklich sehr, dass sie dafür bestraft wird. Sie hat sich nach dem Tod meiner Mutter regelrecht an meinen Vater rangemacht, und, um sich an ihm zu bereichern. Bleiben wir doch dabei direkt mal. Wie muss ich denn mir das vorstellen? Wie hat denn Ihr Vater überhaupt die Angeklagte kennengelernt?
Meine Mutter war wegen eines Schlaganfalls im Krankenhaus, wo Prisha Krankenschwester war. Und als es absehbar war, dass meiner Mutter dem Ende zugeht, hat sie die Einsamkeit meines Vaters ausgenutzt. Und dass mein Vater einigermaßen wohlhabend war, das wusste jeder in unserer Gegend. Also ihr Vater war Inhaber von 5 gut gehenden Fleischereifachgeschäften. Mhm, richtig. Ich habe das aber nicht gewusst, als ich Werner kennengelernt habe, okay? Und das weißt du ganz genau. Ich habe nur im Krankenhaus gesehen, wie liebevoll Werner sich um deine Mutter gekümmert hat und was er für ein unglaublich toller Mensch ist. Und das ist auch der Grund. Schlecht. Was? Mir auch? Werner und ich waren glücklich, sieh es endlich ein. Du hättest dich auch mal für deinen Vater freuen können oder nicht? Worüber? Dass er dem früher keiner was vormachen konnte, ihm halt auf ein Flittchen reinfällt. Moment, jetzt versuchen Sie mal sachlich zu bleiben und vor allem nicht beleidigend. Wir können das alles sachlich erklären. Ja? Lassen Sie uns mal auf einen konkreten Tattag kommen. Ja? Sie waren ja dann die, die Ihren Vater tot aufgefunden hat. Warum wollten Sie eigentlich Ihren Vater an dem Tag besuchen? Mein Vater wollte mit Prisha nach Kenia auswandern und darüber wollte ich mit ihm reden. Wollten Sie mit ihm darüber reden? Wie haben Sie denn über diese Auswanderungspläne erfahren? Er hat es mir am Vorabend am Telefon gesagt. Mhm. Und das hat Sie dann so beschäftigt, dass Sie das gleich zum Anlass genommen haben, ihn am nächsten Tag aufzusuchen und persönlich mit ihm zu sprechen? Ja, weil das eine absolute Schnapsidee war. Mein Vater war chronischer Rheumatiker und die medizinische Versorgung in Kenia ist unterirdisch. Mhm. Ich wollte ihm das ausreden. Mhm. Kann es nicht sein, dass Sie es ihm ausreden wollten, weil mit diesem Umzug weitreichende finanzielle Entscheidungen verbunden waren? Begeistert war ich nicht, dass mein Vater seine Metzgereien abgestoßen hatte und mein Elternhaus verkaufen wollte. Um wie viel Uhr sind Sie da genau bei Ihrem Vater eingetroffen? So gegen 14 Uhr. Ich habe geklingelt, aber es hat niemand aufgemacht. Deswegen habe ich mich mit meinem Eigenschlüssel ins Haus gelassen. Mein Vater hat reglos auf dem Sofa gelegen. Ich wollte ihn wecken, aber da habe ich gleich gemerkt, dass er gestorben ist. Und dann habe ich sofort den Arzt gerufen. Mhm. War Ihnen eigentlich bekannt, dass Ihr Vater das Testament zugunsten meiner Mandantin geändert hat? Ja, das war mir bekannt. Wissen Sie, es kommt mir immer noch seltsam vor, dass Sie am Abend zuvor ausführlich mit Ihrem Vater gesprochen haben und trotzdem am nächsten Tag persönlich bei ihm vorbeischauen, um noch mal über diese Auswanderungspläne zu reden. Können Sie mir das erklären? Haben Sie nicht schon alles am Telefon geklärt? Ja, schon. Aber dann erzählen Sie mal, was das Ergebnis dieses Telefonats war. Das war eine Privatsache zwischen meinem Vater und mir. Mir reicht's jetzt langsam. Wenn du es nicht sagst, dann sag's ich jetzt. Ich war nämlich dabei, als ihr telefoniert habt. Ich war im selben Zimmer. An deiner Stelle würde ich jetzt gut aufpassen, was du hier erzählst und was nicht. Also mein Vater hat mir gesagt, dass ich nicht mehr seine Tochter bin. Wir haben gestritten, da sind ein paar Worte gefallen, die wahrscheinlich keiner von uns so gemeint hat. Und deswegen wollte ich auch mal mit ihm reden. Mhm. Ihr Vater hat Sie also verstoßen, um das mal auf den Punkt zu bringen, oder? Wenn das mal kein gutes Motiv ist, einen Mord zu begehen. Ja, sie bringt es ja sehr auf den Punkt. Die Zeugin kann überhaupt gar nicht die Tat verübt haben. Sie ist aus der Firma rausgegangen um 13.30 Uhr. Da haben wir zig Zeugen, die das bestätigen. Dann mit dem Auto zum Vater gefahren als nächstes. Die Polizei sagt, da brauchen wir eine halbe Stunde für. Also war sie um 14 Uhr da. Die Ambulanz ist dann, ich denke mal, wie schnell kam die nach 10, 15 Minuten danach, war die dann da. Und da war der Tropf leer gewesen. Die Obduktion hat ergeben, dass nach einer Stunde dieser Tropf leer war. Eine Stunde ist wohl diese Infusion gelaufen. Das heißt, die Zeugen müssen diese Infusion gesetzt haben um circa 10 nach 1, Viertel nach 1. Also gar nicht möglich, wenn sie erst um 1:30 die Firma verlassen hat. Tut mir leid. Natürlich war ich das nicht. Wie haben Sie denn die Ehe Ihres Vaters mit der Angeklagten wahrgenommen? Ich verstehe nicht. Was wollen Sie hören? Naja, was hat er auf Sie für einen Eindruck gemacht? Hat er einen glücklichen Eindruck gemacht oder eher einen unglücklichen Eindruck? Naja, er war schon glücklich. Aber diese Erbschleicherin hat ihn ja auch total eingelullt, also, weil sie ihn zur Testamentsänderung bewegen wollte. Habe ich das jetzt schon wieder vergessen? Oder habe ich Sie nicht gerade vorhin ermahnt, Sie sollen niemanden beleidigen? Entschuldigung, aber Prisha hat meinen Vater wirklich regelrecht hörig gemacht. Das war ein Witz, wie schnell sie nach dem Tod meiner Mutter in die Villa gezogen ist. Meine Mutter war noch keine 4 Wochen unter der Erde. Da ist diese Frau schon, da lag sie schon auf ihrer Seite im Ehebett. Deine Mutter war schon lange vorher krank, bevor ich euch kennengelernt habe, okay? Und das weißt du ganz genau. Und du weißt auch ganz genau, dass deine Mutter schon länger nicht mehr zurechnungsfähig war. Bitte, sieh es endlich ein. Es war keine Ehe mehr, was deine Eltern hatten. Ich wüsste nicht, was es dich angeht, was zwischen meiner Mutter und meinem Vater war. Aber so ist sie. Penetrant bis zum Gehtnichtmehr. Genau so hat sie sich auch zwischen mich und meinem Vater gedrängt. Und ihn dazu bewegt, den Kontakt abzubrechen. Ach komm, ihr wart doch schon lange davor zerstritten. Erzähl mir doch nichts. Du hast sowieso noch nie Respekt vor deinem Vater gehabt. Und ich weiß auch genau, warum ihr zerstritten wart. Ja? Weil du dein Erbe früher ausbezahlt haben wolltest und er da nicht mitgespielt hat. War es nicht so? Erzähl's doch mal. Damit ich mir das Ganze ein bisschen besser vorstellen kann, um wie viel ging es denn eigentlich bei diesem Erbe, bei dem Vermögen Ihres Vaters? Vor 4 Jahren hatte mein Vater seine Metzgereien ja noch. Er hatte ein Vermögen von 500.000 Euro und die Metzgereien waren so in etwa 1,5 Millionen Euro wert. Dazu kommt noch das Haus meiner Eltern. Und warum wollten Sie Ihren Anteil vom Erbe früher ausbezahlt haben? Mein Vater war nicht mehr der Jüngste, also habe ich ihm vorgeschlagen, einen Teil meines späteren Erbes mir als Schenkung zu überlassen, um Erbschaftssteuer zu sparen. Das hat mir mein Vater sehr krumm genommen, weil ich vor seinem Tod an sein
Geld wollte. Ja, da haben sie es doch schon. Die waren schon lange davor zerstritten. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Und wie ich schon sagte, du hast noch nie Respekt vor deinem Vater. Ich habe generell noch nicht. Du hast ihn immer behandelt wie den letzten Depp. Musste das sein, dass du ihn immer überall demütigen bist? Du machst mich echt sauer jetzt. Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Ach nee, stimmt nicht. Und was war bitte an Werners 75. Geburtstag? Lassen Sie mich mal erzählen. Das war an Werners 75. Geburtstag. Wir hatten das ganze Haus voller Gäste. Es geht schon mal so los. Werner wollte Monika überhaupt gar nicht einladen. Ich war diejenige, die Werner dazu überredet hat, dass sie überhaupt kommen darf. Und was war das Ende vom Lied? Ja, hören Sie zu. Sie kam dann, hat den ganzen Abend nichts Besseres zu tun gehabt, als in einer Tour an Werner rumzumeckern. Sitz doch mal gerade am Tisch. Iss doch mal ordentlich. Schmatz doch nicht. Es war mega peinlich, ich sag's Ihnen. Es war wirklich peinlich. Das ist jetzt echt total übertrieben. Nein, das ist überhaupt nicht übertrieben. Und in der Hinsicht habe ich dich sowieso noch nie verstanden. Lass dir mal eins gesagt sein, okay? Es kommt nicht drauf an, wie ein Mensch am Tisch sitzt oder wie er isst oder was er für Manieren hat. Es kommt darauf an, dass der Mensch ein großes Herz hat. Und Werner hatte ein Riesenherz. Das weißt du ganz genau. Du unterstellst mir, ich wäre geil aufs Geld gewesen. Du bist doch diejenige, die immer nur aufs Geld geschaut hat. Dein Vater war dir doch immer scheißegal. Ja. Wir hatten vielleicht unsere Differenzen, aber ich habe ihn auf meine Art gemocht. Genau deswegen konnte ich schon gar nicht dabei zugucken, wie du ihn auf Deutsch gesagt nur verarscht hast. Kannst du jetzt endlich mal aufhören, mich hier zu beleidigen? Falls du es schon gemerkt hast, es macht dein Vater auch nicht mehr lebendig. Wie würdest du es denn nennen, wenn eine nach außen in die liebe Ehefrau spielt und dabei heimlichen Geliebten Ach, hat? Was? Ich habe überhaupt nie einen Geliebten gehabt. Jetzt hör ich auf damit. Was wissen Sie denn von dieser angeblichen Affäre? Ich habe Trisha mit einem Typen beim Händchenhalten gesehen. Umarmt haben sie sich auch. Und wissen Sie was? Der Typ passt vom Alter her viel besser zu ihr als mein Vater. Frau Feindner, Sie wissen, dass Ihre Stieftochter ein Foto von Ihnen und diesem Mann gemacht hat. Ich habe es auf der Polizeistation schon gesehen. Ja, und Sie haben aber auch der Polizei schon nicht mitteilen wollen, wer dieser Mann ist. Wollen Sie es heute vielleicht aufklären? Nein, tut mir leid. Das sagt doch schon alles. Das Foto, das Sie gemeinsam mit diesem Mann zeigt, das liegt uns vor hier. Ich kann es Ihnen gerne da oben mal allen hier zeigen. Wie ist denn das entstanden überhaupt, das Foto? In meiner Mittagspause gehe ich manchmal im Hohlbeinpark Powerwalken. Tja, und dabei habe ich das Foto dann auch geschossen. Und wann war das? 2 Tage, bevor mein Vater gestorben ist. Haben Sie von dem Gespräch der Angeklagten mit diesem Mann was mitbekommen? Die haben ja wohl auch gesprochen, nämlich, oder? Nee, leider nicht. Die haben sich wohl auch gerade verabschiedet, weil sie kurz darauf in verschiedene Richtungen weggegangen sind. Haben Sie Ihren Vater mit dem Foto konfrontiert? Haben Sie es ihm gezeigt? Nein, ich hatte Angst, weil er es wieder einmal gegen mich verwendet. Fischer konnte ihm nur alles weiß machen. Also ich meine, auf dem Foto sind Sie wirklich zu erkennen, oder? Wollen Sie jetzt nicht sagen, wer der Mann da drauf ist? Nein, ich kann dazu nichts sagen. Ich kann es nicht sagen. Ja? Hallo? Ist sie die Geschäftsstelle? Ja. Hier findet doch der Prozess statt, von Trisha Feldner, richtig? Ja, der läuft gerade. Das muss unbedingt zu dem Richter, das ist ganz wichtig. Was ist das? Egal, geben Sie das zum Richter, er muss sich das angucken. Hey, Moment mal, wie heißen Sie? Hallo? Hey, was soll das? Probleme? Nein, nicht wirklich, der war nur sehr seltsam. Schien mir auch so. Ach ja, ich bin hier wegen des Haftprüfungstermins Walters. Bald. Wo findet der denn statt? Das schaue ich gerne für Sie nach. Moment. Was ist das denn? Keine Ahnung, das hat er fallen lassen. Er meinte, ich soll das ganz, ganz dringend zum Richter Holt bringen. Das tickt ja. Was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber rufen Sie mal besser den Sicherheitsdienst an, bevor hier noch was passiert. Meinen Sie, das ist vielleicht eine Bombe oder so? Sicher ist sicher. Oh Gott, ja. Ich verstehe trotzdem nicht. Vielleicht können Sie uns das erklären, wieso Sie nicht sagen wollen, wer der Mann ist. Mensch, ich kann es nicht sagen. Ich will nicht, dass er damit reingezogen wird. Bitte, lassen Sie mich. Noch Fragen an die Zeugin? Keine. Dankeschön, danke. Dann die Zeugin. Stefanie, Martin, bitte, Sie bleiben unvereidigt, dürfen hinten Platz nehmen. Danke. Danke, Martin. Hallo, Prischer. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm im Gefängnis. Setzen Sie sich doch bitte erst mal hin. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Stefanie Martin, 48 Jahre alt. Sie wohnen in Wuppertal. Sie sind ledig, Haushälterin, nicht verwandt oder verschwägert zur Angeklagten. Zunächst wollte ich Sie eigentlich mal zu Ihrem Verhältnis zur Angeklagten befragen, aber das hat sie ja nach der Begrüßung fast erledigt, oder? Ja, also die Prischer tut mir so leid. Alle sind gegen Sie. Und nur weil sie wesentlich jünger ist als Herr Feldner. Also ich glaube nicht, dass sie ihn umgebracht hat. Dafür hat sie sich viel zu gut um ihn gekümmert. Mehr als seine eigene Tochter. Sie hat immer auf ihren Vater runtergeguckt. Und auf andere Leute auch. So war sie schon als Kind. Genauso wie ihre Mutter. Dabei ist ihr Vater 1000-mal mehr wert als sie, als diese eingebildete Zicke. Na, jetzt reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen hier.
Durch Ihre langjährige Arbeit da als Haushälterin haben Sie ja die Familie Feldner sehr gut gekannt, nehme ich mal an, oder? Wie haben Sie denn die Ehe zwischen Ihrem Chef und der Angeklagten so erlebt? Also es war wirklich schön, zuzuschauen, wie Herr Feldner nochmal die Liebe gefunden hat. Und er ist auch richtig aufgeblüht, also wirklich. Das habe ich mir aber auch gegönnt. Ja, und mit seiner ersten Frau hat er ja so ein Pech gehabt. Und dann immer nur gearbeitet. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass er wirklich tot ist. Herr Feldner war ein ganz, ganz netter Mensch. Und trotz allem, er so viel Erfolg hatte, ist er immer noch auf dem Boden geblieben. Es hört sich so an, als hätten Sie Herrn Feldner sehr geschätzt. Ja, das habe ich. Haben Sie irgendwann mal mitbekommen, dass es Streit zwischen den Eheleuten Feldner gab oder Spannungen? Nein, nie. Sie also meine Mandantin hätte überhaupt keinen Grund gehabt, ihren Mann umzubringen. Sie haben sich prima verstanden. Geht davon aus, dass Ihre Mandantin klug genug war, ihre wahren Absichten vor dem Ehemann und dem Personal zu verbergen? Also das tun Sie mal nicht so, als ob ich nicht bis drei zählen könnte. Mir macht keiner was vor. Und für Sie lege ich meine Hand ins Feuer. Waren Sie irgendwann mal dabei, wie die Frau Feldner ihrem Mann die Infusion mit dem Schmerzmittel gelegt hat? Ja, die hat das immer ganz toll gemacht. Also wie standen Sie denn jetzt eigentlich zu den Auswanderungsplänen Ihres Chefs? Ja, toll fand ich es nicht. Also ich habe ja schließlich 25 Jahre da gearbeitet. Aber was sollte ich tun? Herr Feldner wollte das so. Ich konnte ihm doch keine Steine ins Weg legen. Der Herr Feldner hat ganz offensichtlich seine Auswanderungspläne lange für sich behalten. Also zum Beispiel seine Tochter hat erst einen Tag vor seinem Tod überhaupt davon erfahren. Seit wann wussten Sie das denn? Ich habe es noch später erfahren. Das war, ja, also das war an dem Tag, wo es halt passiert ist. Er hat es mir am Telefon gesagt. Und wann hat das Telefonat stattgefunden? Gegen 20 vor 1. Wie hat der Herr Feldner denn während des Telefonats auf Sie gewirkt? Eigentlich ganz normal. Wir haben uns unterhalten. Ja, und dann sagte er, er müsste jetzt auflegen, weil seine Frau ins Zimmer kommt, um die Infusionstropf und die Medikamente ihm zu verabreichen. Ach ja, und dann hat er noch gesagt, die Flasche mit den Medikamenten würde anders aussehen als sonst. Was? Das stimmt nicht. Warum lügst du denn jetzt? Das stimmt überhaupt nicht. Das war die gleiche Flasche wie immer. Werner hat sowas nie gesagt. Was erzählst du denn da jetzt? Es stimmt nicht. Mich wundert das jetzt auch, denn bei Ihrer Polizeihinvernehmung haben Sie davon überhaupt nichts erwähnt. Mir fiel es gerade eben ein. Also ich fand es jetzt aber auch nicht wichtig. Ist das sehr schlimm? Na, schlimm ist es nicht. Also bestätigt für mich nur das, wovon ich ohnehin ausgehe, dass die Angeklagte eben da was hinzugetan hatte, was diesen Tropf anbelangt, ne? Um ihren Mann umzubringen. Und der nächste Zeuge, der wird das Ganze auch noch mal aus einer anderen Perspektive ganz gut bestätigen können. Dann wollen wir den nächsten Zeugen doch mal hören. Es sei denn, es gibt noch Fragen an die Zeugen. Danke, dann bleiben Sie unbeteiligt, dürfen bitte hinten Platz nehmen. Moment gerade mal. Hold hier.